Talktäuber, der Podcast. Kunst, Kultur, Gesellschaft, Sport, Politik. Talktäuber, der Podcast. Stell dich mal unseren Hörern kurz vor, wer bist du und was machst du? Lieber nicht neben eine große Erektion stellen. Ne? Ist ja egal, das sieht man ja eh nicht im Radio. Ich heiße Henning von Berg, bin Architekt und Fotograf. Und wie bist du denn zu dieser doch sehr erotischen Kunst gekommen? Als Büromensch ist der Alltag manchmal langweilig. Mhm. Als Architekt habe ich mich auf Baustellen herumgetrieben und viel in Aktenarchiven. Das du hast so viele, im Sommer viele schwitzende, muskulöse Bauarbeiter gesehen in Berlin, ne? Nicht in Berlin, aber in Niedersachsen, ja. Ja, und irgendwann habe ich eine Kamera genommen und angefangen zu knipsen. Dann habe ich alte Menschen fotografiert, über 100. So älteste ist 108. Dann habe ich viele Behinderte fotografiert, sehr viele sehr dicke fotografiert, sehr viele sehr dünne fotografiert. Alle möglichen Sachen durchprobiert und gemerkt, keiner will es sehen. Ich kann mich erinnern, du bist so Anfang oder Mitte der 90er Jahre bekannt geworden. Die Siegessäule hat einige Fotos von dir veröffentlicht. Und man sieht ja hier auch einige Fotos. Also ich glaube, das war auch hier am Brandenburger Tor. Lauter schöne, junge, nackte Männer am Brandenburger Tor. Das war Anfang wohl der 90er Jahre, ne? Ja, Ende der 90er Jahre. Und ich habe damals, also nackte Leute in Berlin ist ja nicht so spektakulär. Okay. Aber ich habe das allererste und das einzige weltweit Aktshooting in einem Parlamentsgebäude gemacht. Ach, das hast du jetzt aber heute nicht mitgebracht, das Bild. Das sind diese Bilder hier von dieser Serie, die kann man auch im Internet finden. Und dadurch wurde ich dann international bekannt. Hier auf dem Bildschirm sehen wir ja, hier einige Fotos von dir. Sind das, du bist doch in L.A., hast du gesagt, ne? Genau, im Winter lebe ich immer 6 Monate in Kalifornien und Florida. Und da gibt es ja die West Hollywood, da gibt es ja die West Hollywood Studios, ne? Mindestens in der Nähe. Jetzt haben wir hier wieder Bilder, die, würde ich sagen, so Ende der 90er Jahre, Katzo-Film und sowas, also vom Stil her so, ne? Hast du da auch Leute von West Hollywood Studios vor deine Kamera da mal gebeten? Nein. Und dieses hier, das ist speziell eine Auswahl für Tom of Finland. Ah ja. Dies ist ja keine normale Ausstellung, sondern das ist ein Tom of Finland Festival. Und Tom of Finland steht für eine bestimmte Richtung von erotischer Kunst. Dann und deswegen, sagen, muskulöse, athletische Männer. Und deswegen habe ich für diese Ausstellung solche Bilder rausgesucht. Mhm. Aber eigentlich mache ich ja was ganz anderes. Genau. Wenn du meine Bilderbücher anschaust, dann siehst du, dass ich ganz andere Dinge fotografiere, ganz andere Themen fotografiere. Sag mal, welche Themen fotografierst du denn noch? Weil ich habe leider keine Vorbereitungszeit. Frauen und Männer Akte. So wie sie sind, dick, dünn, athletisch oder auch nicht. Also. Genau, am liebsten an ungewöhnlichen Orten. Ja. Und hier für diese Ausstellung sind ein paar Katzo-like-Bilder ausgestellt worden. Aber das ist nicht die typische Fotografie von Henning. Diese Phase ist ja nun auch schon lange wieder vorbei. Es sind ja fast schon 30 Jahre vorüber. Genau. Und West Hollywood Studio ist ja Pornofilm made in USA, Gay-Produktion, nein, auf keinen Fall. Genau. Aber es ist ja auch so der Look und die Kunst, Und wenn man sich heute auch, ich sag jetzt mal, Pornofilms aus dieser Zeit anguckt und man guckt sich Produktionen von heute an, dann sieht man natürlich, dass die vielleicht früher doch ein bisschen besser waren, irgendwie besser schaute das alles aus. Ne? Ja, mag sein, aber ich habe mich immer ferngehalten von der Pornoszene. Das ist ja der Trick. Also wenn ich eine Erektion fotografieren würde, könnte ich dafür nicht viel Geld nehmen. Aber meine Bilder kosten 3.000, 4.000, 7.000, 9.000 Dollar. Ja, das kriegt man nicht für einen Ständer. Kannst du vielleicht mal... Ein paar Bilder, die ein bisschen deftiger sind für Tom of Finland, aber eigentlich mache ich was ganz anderes. Ja. Das ist ein typisches Bild. Und hier ist ein junger Mann, auch athletisch, er ist in einem Raum, was ist das für ein Raum? Ein Zug, das ist ein Train, Kühlzug oder so? Nee, ein ganz normaler Zug. Ein ganz normaler Güterwagen, so nennt man das auf Deutsch, genau, ein Güterwagen. Und den habe ich in der kalifornischen Wüste gefunden, dicht an der mexikanischen Grenze. Mitten in der Wüste, auf einem Gleis, stand ein
derailed, also wie heißt es, entgleiste Zug. Und in dem Zug habe ich diese Bilder gemacht. Und, mit der Wüste. Und jetzt bin ich ganz neugierig, wo hast du diesen hübschen jungen Mann her? Ich bin immer mit Models unterwegs. Ich suche mir 2, 3, 4 Leute, manchmal sind das auch 10. Und mit denen fahre ich zu interessanten Orten. Wir waren unterwegs in der Wüste, um was auf den Dünen zu machen bei San Diego. Und plötzlich haben wir diesen Zug entdeckt, mitten in der Wüste entgleist. Naja, dann haben wir natürlich genutzt. Und vielleicht kannst du unseren Hörern mal im Telegram-Stil noch erzählen. Also ich habe ja gesagt, 90er Jahre warst du ja in Berlin sehr aktiv. Die Siegessäule, Bruno Gmündler hat dich wohl auch so ein bisschen gefördert. In den 90er Jahren war ich gar nicht aktiv. Ach so. Nein. Denn ich habe erst angefangen mit der Fotografie in 97, ja. 98. Eigentlich waren es doch eher die 2000er, die ich in Erinnerung habe. Genau. Also Ende der 90er habe ich erst angefangen und dann wurde ich aber sofort international bekannt. Und dann bin ich auch sofort aus Deutschland weggegangen. Ach, warum denn das? Naja, weil das Wetter hier scheußlich ist. Ja. Ja? Mhm. Ich habe dann immer 6 Monate in Kalifornien und Florida verbracht. Mhm. Im Winter. Und es ist herrlich. Ja, und im Sommer bin ich dann gern hier, denn es ist in Berlin herrlich im Sommer. Ja, ja. Und da hast du natürlich auch die Models dort gefunden, weil die wachsen ja fast wie Äpfel auf den Bäumen tolle Leute dort. Gibt es überall auf der Welt, in jedem Land, auf jedem Kontinent. Ich habe eigentlich tolle Leute überall gefunden. Frauen, Männer, überall. Und wie konntest du denn du hast dich ja dann Ende der 90er Jahre, 97 in die 2000er, hast du dich ja entwickelt. Wie lange warst du denn noch hier in Deutschland gewesen? Naja, immer ein halbes Jahr. Wie gesagt, ein halbes Jahr im Winter in Kalifornien und Florida und ein halbes Jahr im Sommer in Berlin. Und nun kann ja nicht jeder einfach sagen, okay, ich fahr jetzt nach L.A. und bleib da ein halbes Jahr. Man braucht ja dann noch eine Green Card dafür. Ja, es gibt gewisse juristische Regeln, aber die kann man ja herausfinden. Da kann man ja googeln und das ist alles machbar. Und das war dir vergönnt, dass du sowas bekommen hast? Ja, man muss aktiv sein, man muss selber was gestalten. Viele Leute sagen jetzt, ich hätte es ja gut, ich könnte in Kalifornien, Florida am Pool sitzen und jeden Tag am Pool. Ja, sicher kann ich das. Aber das ist ja nicht auf dem Baum gewachsen. Doch, das macht sehr viel Spaß. Das macht sehr viel Spaß. Aber man will als Künstler auch kreativ sein. Der Punkt ist, du musst es selber ja gestalten. Das können ja andere Leute auch. Ja, ich habe es nicht gut, weil es irgendwie entstanden ist, sondern ich habe es gemacht. Ich habe es gemacht. Man muss was machen. Es gab ja noch einen anderen, der aber auch wieder bei West Hollywood war. Der Herr Wolf, also ich habe den Vornamen jetzt nicht mehr parat. Wolf, ja, war Darsteller gewesen aus Deutschland. Und jetzt in Rotterdam. Aus Deutschland. Und der hat ja sich nicht um die Akkreditierung dort gekümmert, nicht um die Green Card, sprechen wir es offen an. Und der ist ja dann sogar im Knast gelandet, hat er in seinem Buch geschrieben. Und der durfte ja doch nie wieder in die USA einreisen. Dann. Aber du hast es anders gemacht, du hast gesagt, okay, ich bin Künstler, ich möchte hier arbeiten. Und dann hat man dir die Gelegenheit gegeben. Na, ich habe mir die Gelegenheit genommen. Den meisten Leuten stehen solche Dinge frei, man muss es nur machen. Man muss dann natürlich überlegen, welche Rahmenbedingungen gibt es, aber das ist ja machbar. Man kann diese Rahmenbedingungen erfüllen. Also man darf da nur 180 Tage bleiben. Ja. Also bleibe ich 178 Tage, ja, damit ich es nicht überziehe. Und Wolf hat es so anders gemacht. Der ist dann gleich 300 Tage geblieben. Ja, dann hat man noch selber Schuld. Aber jetzt kannst du länger bleiben, ja? Nein, das ist auf der ganzen Welt so. Hier auch in Europa. Ja. Du darfst als Tourist ohne Visum darfst du 90 Tage bleiben. Auf der ganzen Welt. Auf der ganzen Welt, die meisten Länder haben sich an dieses Agreement angeschaut. Und in Amerika mit einem speziellen Visum, genauso wie in Europa mit einem speziellen Visum, darfst du 180 Tage bleiben. Jetzt haben wir das ein bisschen in die Visa-Frage, das wollten wir eigentlich so nicht. Bist du denn mal ein paar Tage denn in Mexiko und reist dann wieder in die USA ein? Das geht nicht. Das ging früher. Du erzählst so viel von alten Zeiten. Oh, ja, sorry. Du sagst über 80er und 90er. Ja, das ging früher. In den 90ern ging das. Da konnte man über die Grenze einen Tag oder eine Stunde ausreisen, wieder ein. Das geht schon lange nicht mehr. Seit Jahrzehnten geht das nicht mehr. Seit den 90ern hat man das alles geändert. Aha. Und dann kam es schon seit den 90ern, nämlich seit Reagan. Ja. Ende 80er war Reagan. Ist das alles verändert. Und seit 2011 mit den Terrorists, mit den Türmen und so weiter, ist alles verändert. Ist schon Jahrzehnte nicht mehr möglich. Kommen wir mal wieder zu deiner Kunst zurück. Hier sehen wir auch ein sehr attraktives Modell. Also jemand so... Aus der ganzen Welt. Schwarze, braune, gelbe, weiße Menschen auf der ganzen Welt. Female, male.
Und die findest du denn, wir kommen jetzt wieder zurück, findest du dort in L.A. dort? Na, eigentlich finden die mich. Die finden dich. Ich kriege hunderte Bewerbungen jedes Jahr. Aha. Ja, die finden mich. Es gibt ja Bücher, es gibt Webseiten, es gibt Instagram und Facebook und die finden mich, die schreiben mir. Und die wollen dann natürlich auch von dir fotografiert werden, weil sie ja vielleicht als Model eine Karriere oder eine Laufbahn aufbauen wollen. Genau, genau. Und du bist ja auch schon ein Name. Denke ich, ne? Auf jeden Fall. Ja. International, ja, das funktioniert. Jetzt erzähl mir doch noch ein bisschen was zu den Orten. Wir haben hier ein Kraftwerk gesehen oder eine Stahlgeschichte. Ja. Wo wurde das aufgenommen? Das ist wirklich ein Stahlwerk in Deutschland. Mhm. Und das ist eine alte russische Kaserne. Mhm. Das ist ein alter Bahnhof in Berlin. Mhm. Das ist hier der Dachboden vom Gefängnis. Ja. Der Dachboden vom Gefängnis, ja. Und das ist Kalifornien. Mhm. Das ist Berlin. Das ist wieder Kalifornien. Das Potsdam. Ja, das gibt es aber nicht mehr. Das ist sowjetische Ehrenmal. Zwei attraktive athletische junge Männer stehen da auf dem beim Soldaten. Ja, und kennst du den vielleicht? Ja, blätter mal. Schau mal, das ist ein ganz berühmtes Foto. Ja, mit ihm habe ich auch mal ein Interview gemacht und ich darf jetzt aus dem Nähkästchen plaudern. Das ist Herr Glöckler, auch so um die Zeit 97, da war ich, da war er noch damals in Ullstein-Gebäuden dort, hat er seinen Showroom. Genau, da war ich auch, Jäger. Mhm. Ich habe mit ihm ein Interview gemacht, damals für Antenne Brandenburg. Mhm. Und wir sind fertig mit dem Interview. Er hat toll performt, auch im Interview, wir beide und so. Und ich wollte ihm was vorspielen, so damals mit Kassettenrekorder. Und dreimal darfst du raten, was passiert ist. Ist, wie heißt das, ist zerknittert irgendwie das Band? Nein, das Gerät hat mich aufgenommen. Oh Gott, schade. Ich bin vor Herrn Glöckler vor Scham im Erdboden versunken. Und heutzutage wäre es ein tolles Dokument, ne? So ein Zeitdokument. Denn er hat ja tatsächlich seitdem eine Karriere gemacht. Ne? Genau. Ich habe ihn auch damals kennengelernt in den, was war das? In da liegt den, ja noch, ja, erzähl das mal. Ne? In den 90ern vielleicht, Ende der 90er habe ich ihn kennengelernt. Und dann sind wir immer so Kumpels geblieben. Und jetzt habe ich letztes Jahr eine ganz große Kampagne für ihn geschossen und das ganz berühmte Fotos weltweit. Guck mal. Er geht, er verschwindet vor der Tapete. Ja. Das ist der Hingucker. Mhm. Zunächst ist erstmal der Hingucker und dann beim zweiten Blick sieht man in einer Badewanne, einer schönen ovalen Badewanne, einen athletischen jungen Mann liegen. Ja, aber das ist ja nicht der Tenor dieses Bildes. Hier geht als drittes sogar, das ist ungerecht, eine Frau taucht dann auf. Genau. Aber eigentlich geht es darum, dass er diese Tapete designt hat und mit seinem Tapetenanzug, einem Anzug aus Tapetenpapier vor dem Tapetenhintergrund verschwindet. Das sind die berühmten Fotos geworden. Und hast du denn noch zu Kontakt zu ihm? Ja, wir treffen uns alle 2 Wochen. Ach, alle 2 Wochen? Wirklich, ganz oft. Ja, ganz oft. Henning van Berg, dann bedanke ich mich fürs Gespräch und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Ja, gern. Alles Gute euch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir unsere Sendung gefällt, dann abonniere sie ganz einfach. Tja, und wenn du unserem Team mal einen Kaffee spendieren möchtest, dann kannst du dies ganz einfach tun unter paypal.me/berlinreporter. paypal.me/berlinreporter. Alles andere findest du in den Shownotes. Ich danke dir.